Wander nicht in die Türkei aus, wenn du dir dieses Video nicht bis zum Ende angeschaut hast. Das sind unglaublich wichtige Informationen. Ich habe die letzten 3 Jahre in der Türkei gelebt und die Türkei eignet sich nicht für jeden. Ich kann kein Türkisch, bin auch kein Türke und habe dort super gelebt, aber auch für viele Türken ist die Türkei vielleicht nicht so die richtige Wahl. Vor allem, wenn man Richtung Steuern sparen, Jobauswahl und alles Mögliche so über diese Punkte jetzt nachdenken. Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, die ich nicht vergessen möchte. Also Punkt Nummer 1 ist, in der Türkei, wenn du ein paar tausend Euro verdienst, zahlst du schon 45% ungefähr an Steuern. Das bedeutet, steuertechnisch ist es ungefähr schon das gleiche wie in Deutschland. Wenn du 600 Euro oder so verdienst, zahlst du natürlich keine 45%. Das gilt nur, wenn du ein paar tausend Euro verdienst. Und deswegen ist die Türkei vielleicht nicht für jeden was, vor allem nicht für Personen, die viel verdienen. Ein ganz wichtiger Punkt auch noch zum Schluss für die Deutsch-Türken, wenn die halt im Ausland noch ihr Einkommen haben, wie das da versteuert wird. Aber machen wir erstmal weiter. Wenn du dich dort selbstständig machen möchtest, hast du die Möglichkeit über so eine Art Kleingewerbe, das sehr, sehr günstig zu machen, oder halt über eine Limited, wenn du halt exportieren möchtest und alles Mögliche, brauchst du aber unbedingt eine Limited. Du kannst das nicht mit so einem Einzelunternehmen machen. Da bist du schon bei unter 1000 Euro dabei für alles drum und dran mit Notar und bla und blub. Das ist eigentlich super. Dann als Arbeitgeber hast du natürlich auch Arbeitgeber Anteile und Versicherungen, alles drum und dran. Wenn du einem Mitarbeiter 20.000 Dirham, wollte ich sagen, ich bin gerade in Dubai, türkische Lira, also Tele zahlen, zahlst, hast du nochmal 10.000 an weiteren Kosten für Versicherungen und Steuer und alles drum und dran. Das bedeutet, wenn er 20.000 bekommt, was er auch nochmal versteuern muss, zahlst du auch nochmal 10.000 dazu. Dann, es ist so, dass die sehr, sehr gemütlich und bequem sind, die Einheimischen. Die haben nicht diese Arbeitsmoral, die wir so in Deutschland gewohnt sind. Deswegen darfst du nicht mit der Einstellung hingehen, ich habe in Deutschland gelernt und ich bin deutsch und dies und das und bla und blub. Und meine Mitarbeiter müssen sich jetzt mir anpassen. Ich schule meine Mitarbeiter und die kommen jetzt alle pünktlich und die machen. Nein, du musst dich den Türken anpassen, nicht andersrum. Sonst wirst du in der Türkei nicht lange überleben. Es funktioniert einfach nicht. Dann, ein anderer Punkt ist, wenn du dort hingehst und du kannst einfach nur Deutsch, du hast keine Fähigkeiten, keine Kenntnisse, was auch immer, und du willst dort einen Job finden, dann wirst du höchstwahrscheinlich in einem Callcenter landen, wo das Gehalt jetzt auch nicht so perfekt ist und du bist halt den ganzen Tag am Telefon, muss aber jeder für sich selbst wissen. Also die Türkei ist super, wenn du dich selbstständig machst und Produkte exportieren möchtest, weil die sind so im Export einfach nicht so, die Händler dort sind nicht so aktiv, wie die eigentlich könnten. Also das Potenzial in der Türkei ist heftig, wird aber nicht so genutzt und das ist so eine Lücke, die du einfach nutzen kannst. Wir machen unglaublich viel Geld, indem wir Duftbäume verkaufen. Ja, die Duftbäume sind dort mega günstig, wir verkaufen die in die ganze Welt. Super Business, machen nicht viele dort. Ich habe in ganz Istanbul vielleicht 2 oder 3. Kurze Werbepause, es geht sofort weiter mit dem Video und zwar vom heutigen Sponsor des Videos, simsala.com, ein Unternehmen von mir. Wenn du lernen möchtest, wie man online Geld verdient, wenn du an Live-Workshops teilnehmen möchtest, deine Fragen stellen möchtest und einfach rund um Dropshipping, Affiliate, 2, 3, 4 verschiedene Einnahmequellen aufbauen, alles im Online-Bereich, aber vielleicht auch Promotion, wie du dir Kapital aufbauen kannst, 5, 6, 7.000 Euro im Monat, alles ist möglich über die verschiedensten Workshops. Geh einfach auf simsala.com, melde dich da kostenfrei an, schau dir das an, wie es dir so gefällt und jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Video. Viel Spaß! Hersteller gefunden, die gut sind, die das machen. Deswegen, wenn du dort einen Job findest, würde ich dir nicht empfehlen, wenn du dich selbstständig machen möchtest, Produkte exportieren, bei Amazon verkaufen oder was auch immer, das ist super, aber auch nicht im Inland bei Amazon verkaufen, sondern Export verkaufen, super Land. Dann ist es so, dass du ein Limit von 250.000 Dollar pro Jahr hast, die du in die Türkei senden kannst, privat. Ich wusste das selbst nicht. Ich habe dann irgendwie, ich wollte Geld schicken und dann habe ich von meiner Bank im Ausland die Info bekommen, du hast das Limit für dieses Jahr erreicht. Und ich so, wie viel habe ich denn bis jetzt geschickt? Dann haben wir gesagt, okay, 250. Ich so, ja, und wie kriege ich jetzt mehr Geld in die Türkei? Und die haben gesagt, ist nicht möglich. Ist von dem Land
bis in die Türkei ist es einfach gesperrt gewesen. Das Ding ist aber, es kommt halt drauf an, was für Firmenkonstrukte du hast. Und ich bin halt so in Hongkong und hier und Dubai und da und bla und blub. Dieser Punkt wird nicht viele betreffen, aber ich wollte ihn einfach mal erwähnen, um zu sagen, dass sie einfach Kohle haben. Nein, Spaß. weil es wird auch bestimmt einige betreffen. Und ich wäre froh darum gewesen, das vorher gewusst zu haben, weil ich musste da wieder sehr, sehr umstrukturieren. Dann ist es so, dass du nicht besonders Steuern sparst, wenn du so ein Firmenkonstrukt hast. Ne? Das bedeutet, wenn du jetzt in der Türkei lebst und du hast eine Firma in Hongkong, eine in Estland, eine hier, eine da und du willst von der Türkei aus Steuern sparen und schickst Geld dann nach Dubai und mit einer Rechnung und denkst dann, du kannst es ganz normal als Kosten absetzen in der Türkei. Das funktioniert in der Türkei nicht, sondern du musst auf diese Rechnung, die du dann ins Ausland stellst, an deine Firma oder eine andere, musst du trotzdem nochmal Steuern zahlen, in der Türkei auch. Also die sind schon schlau, was das angeht. Dann der wichtigste Punkt vor allem, und das ist der, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, ich bin kein Türke und ich kann auch kein Türkisch. So, aber es gibt ja auch viele, die Türken sind und dann wieder zurück in die Türkei gehen und dann haben die so eine Mavi-Card oder was auch immer, das heißt, die sind ursprünglich Türken. So. Dann ist es so, dass du deine Einnahmen in anderen Ländern, in Hongkong und in England und wo auch immer, in der Türkei versteuern musst. Und das ist ein Punkt, den viele nicht kennen und ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen, wenn du auch so ein ähnliches Firmenkonstrukt hast und halt im Ausland noch Geld verdienst und Firmen hast und dir denkst, hey, ich gehe jetzt in die Türkei, musst du halt unbedingt vorher mit einem Steuerberater einmal sprechen, auch vor Ort. Und am besten frag 2, 3 Steuerberater, weil es ist halt nicht immer so, dass du sagst, okay, jetzt habe ich die Auskunft von hier bekommen. Das ist aber auch in Deutschland so. Da verlasse ich mich jetzt drauf, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn du jetzt 2, 3 Jahre in der Türkei lebst als Deutsch-Türke und dann auf einmal so eine Überraschung bekommst und die sagen, ja, hey, du hast aber in England so und so viel Geld verdient, das musst du jetzt hier versteuern. Deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt und markiere unbedingt einen Freund, schick einen Freund das Video, der plant, in die Türkei auszuwandern, weil es ist unglaublich wichtig, diese Punkte zu wissen, vor allem, wenn du dich dort selbstständig machen möchtest, was Steuern angeht, Geld verdienen angeht. Und ich bin businesstechnisch, also meine Firmen sind, ich habe 2 Firmen in der Türkei, die sind noch in der Türkei, ich bin aber jetzt privat nach Dubai ausgewandert. Warum ich nach Dubai ausgewandert bin, da mache ich nochmal ein anderes Video zu, weil das ein bisschen länger wird. Aber im Endeffekt zusammengefasst, wenn ich die Wahl habe, Deutschland oder Türkei, immer die Türkei. Aber warum ich jetzt in Dubai bin, deswegen folgt mir unbedingt dazu. Ich werde das nächste Video uploaden. Folgt mir auch auf Instagram und vor allem TikTok, da bin ich aktiver als auf Instagram. Instagram mache ich eigentlich nur Stories, ich poste nie was. Und bei TikTok poste ich immer viel. Deswegen folgt mir unbedingt, schickt das Video zu einem Freund, der auswandern möchte. Bis dann, alles Gute und viel Spaß.